Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn ich jetzt die lieben Kolleginnen und Kollegen begrüßt habe, dann meine ich nicht nur Sie, sondern natürlich auch Sie, weil ich war ja 34 Jahre dabei. Ich empfinde nämlich mit Ihnen. Und ich möchte gerne mal die ganze Debatte aus einer etwas anderen Sicht betrachten und vortragen. Erst vor wenigen Wochen bin ich nämlich von einer Delegationsreise aus Taiwan zurückgekehrt. Getroffen haben wir uns dort mit Sicherheitsexperten, um die Erfahrungen im sicherheitspolitischen Bereich untereinander auszutauschen. Bei dem Treffen mit den taiwanesischen Innen- und Außenpolitikern stellte sich schnell heraus, dass man mit uns in Deutschland im sicherheitstechnischen Bereich gerne enger zusammenarbeiten würde und von unseren Erfahrungen beim Aufbau staatlicher Sicherheitsstrukturen profitieren möchte. Taiwan ist da nur ein Beispiel, denn unsere sicherheitsrelevanten Strukturen werden weltweit geschätzt. Sie dienen anderen, insbesondere noch nicht so stabilen Staaten, als Vorbild. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere deutschen Polizistinnen und Polizisten unterstützen in fragilen Staaten den Auf- und Umbau von staatlichen Organisationen. Sie helfen dabei, Polizistinnen und Polizisten vor Ort auszubilden, geben Expertise und helfen beim Aufbau einer modernen Sicherheitsarchitektur mit einer funktionsfähigen und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen handelnden Polizei. Unsere Polizistinnen und Polizisten kommen dabei im Gastland oft als Berater, Ausbilder, Mentoren und Trainer zum Einsatz. Dabei begeben sie sich jeden Tag mit großem persönlichem Einsatz in die Krisenregionen dieser Welt. Sie sind dort eingesetzt und haben eine große Aufgabe und ein großes Ziel vor Augen. Sie fördern den Frieden, um in der Region ein sicheres Leben für die dort lebenden Menschen zu ermöglichen. Unsere Polizistinnen und Polizisten verdienen für ihren Einsatz unsere höchste Anerkennung. Und dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich und sehr herzlich. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das an alle Ihre Kollegen und meine Kollegen weitergeben würden. Und es ist nicht so, dass ich hier über etwas spreche, was mir fremd ist. Ich weiß, was die eingesetzten Kräfte denken und fühlen. Ich kenne ihre Ängste, ihre Sorgen und ihre Nöte. Ich war in meinem früheren Beruf als Polizeibeamter selbst oft aufgrund spezieller Aufgaben großen Gefahren ausgesetzt. Auch ich war teilweise wochenlang von meiner Familie, von meiner Ehefrau und von meinem Kind getrennt. Manchmal konnte ich mich nicht melden und dann machte sich meine Familie große Sorgen. Sie fragte sich, ob etwas passiert sei und verfiel in Ungewissheit. Es war auch nicht immer einfach, wenn meine Ehefrau meinen damals dreijährigen Sohn, der heute 24 ist, mein Sohn Ricardo, erklären musste, dass ich im Moment nicht zu Hause sei. Ich weiß also nur zu gut, mit welchen Schwierigkeiten Angehörige in solchen Phasen konfrontiert sind. Es ist für keinen der Beteiligten einfach, wenn man seine Familie oder Freunde nicht sieht und oft noch nicht einmal mit ihnen telefonieren kann. Durch diese Beispiele wird deutlich, dass nicht nur die Polizistinnen und Polizisten für die Gesellschaft eine ganz wichtige Rolle übernehmen, wenn sie sich auf einer Auslandsmission befinden. Auch deren Angehörige leisten einen ganz wichtigen Beitrag. Sie sind nämlich der Rückhalt für unsere Polizistinnen und Polizisten im weltweiten Einsatz. Und deswegen gebührt auch den Familien und Freunden meinen ausdrücklichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mandatierte Friedensmissionen sind notwendig. Sie sind ein nützliches Instrument, um bewaffnete Konflikte zu verhindern und einzudämmen. Sie fördern und festigen den Frieden. Sie sind wichtig, um später die Beteiligten im besten Fall an einen Tisch zu bekommen und um für den Frieden zu werben. Für die CDU-CSU sind sie ein wesentlicher Baustein im deutschen Engagement für den internationalen Frieden. Die deutsche Beteiligung an den Friedensmissionen ist nicht mehr wegzudenken. Unsere Freunde und Partner aus anderen Ländern verlassen sich auf unsere Erfahrungen, die wir gerne mit ihnen teilen. Deshalb beteiligt sich Deutschland mit den Polizeien der Länder, des Bundes und ich nenne auch gern die Teile der Bundeszollverwaltung an vielen Friedensmissionen auf der ganzen Welt teil. Ich möchte aber auch noch auf Folgendes hinweisen. Der Austausch ist wirklich ein Austausch. Unsere Polizistinnen und Polizisten unterstützen ihre Kollegen im Gastland nicht nur, sie helfen bei ihren gemeinsamen Einsätzen, sie lernen bei ihren gemeinsamen Einsätzen auch voneinander. Sie lernen bei den gemeinsamen Übungen, Sprachbarrieren zu überbrücken zum Beispiel. Sie lernen, ihren Blickwinkel zu ändern, kulturelle Unterschiede zu berücksichtigen und zu überwinden. Die Erfahrungen, die sie dort im täglichen Miteinander sammeln, kommen uns besonders bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der immer stärkeren Internationalisierung der Kriminalität zugute. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Wer so stark im Berufsleben gefordert wird, soll und muss auch entsprechend unterstützt werden. Wir werden uns selbstverständlich als CDU/CSU weiterhin für eine Verbesserung der Ausrüstung, eine zielgenaue Aus- und Fortbildung und eine aufrichtige Wertschätzung unserer Bundes- und Landesbeamten einsetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ulla Jelke, du weißt ja, dass ich dich mag. Aber ich möchte jetzt mal doch mal Worte benutzen, die du manchmal auch benutzt. Du benutzt nämlich gerne mal die Worte skandalös, entsetzt bist du oftmals. Ich als Polizeibeamter, mir hat das wirklich teilweise wehgetan, was du da gesagt hast. Und ich kann auch sagen, warum. Ein Polizeibeamter ist nämlich mit dem Herzen Polizeibeamter. Und ich glaube, dass Kollegen, die da oben gesessen haben und vorhin auch gerade aussaßen, ähnlich gedacht haben. Und deswegen stelle ich einfach mal die Frage, waren Sie schon einmal oder die Zuschauer auf einer Feierstunde für Rückkehrerinnen und Rückkehrer von solchen Auslandseinsätzen? Wenn nicht, dann kann man sich das nämlich live hier anschauen, und zwar in Berlin. Und dann schauen Sie sich bitte diese Leute an. Und wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen da unten vielleicht noch treffen vor dem Reichstag, schauen Sie mal in ihre Gesichter. Die sind nämlich stolz. Sie sind stolz darauf, dass sie mitgeholfen haben. Sie tragen voller Stolz ihre Uniform. Sie teilen ihren Stolz mit ihren Familien. Und sie nehmen erst recht voller Stolz die Wertschätzung des Bundesinnenministers Thomas de Maizière entgegen. Und ich sage es zum Schluss noch mal sehr gerne. Vielen Dank für euren Einsatz. Und vielen Dank, dass eure Familien das mitmachen. Vielen Dank.